Der Sommer 2020 neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende zu. Und ich muss sagen, es war ein sehr spezieller Sommer. In jedem Fall war er sehr turbulent und ich habe die Zeit dafür genützt, mich ein wenig weiterzubilden, und zwar zum Thema Werkzeug. Und dafür war ich dann doch das eine oder andere Mal bei meinem Lieblingsprodukttrainer Gerald Bertl in der Wirth-Werkstatt zu Gast. Ein ganz besonderes Schmuckstück hast du mitgebracht. Was genau kann und ist dieses Teil? Ich freue mich, dass wir wieder zusammen vor der Kamera stehen. Wir haben da jetzt einen Werkzeug-Werkstattwagen vor uns. Das ist eigentlich das Schmuckstück jeder Werkstatt, der mobile Arbeitsplatz. Der lässt sehr wenig Wünsche offen. Ja, dann legen wir auch gleich los. Wo, wie und wann kommt der am besten zum Einsatz? In jeder Werkstatt, wo Werkzeug am Arbeitsplatz gebraucht wird, braucht man einen Werkstattwagen. Es geht von oben los mit einer robusten Arbeitsplatte, die von vornherein unterteilt ist, um Material hineinzulegen, dass das nicht überall herumfliegt. Man kann hier eine kleine Arbeitsfläche nutzen, um zum Beispiel größeres Werkzeug abzulegen. Dann geht es weiter nach unten und da geht es jetzt in die Differenzierung der Ladenteile. Ja, so ein Ladenteil ist ungefähr... Nehmen wir gleich mal die Schutzbrille, weil man weiß ja nie, was bei dir passieren kann. Ne? Es wird nicht viel passieren. Ja. Das ist auch so wie so ein alter, versunkener Piratenschatz. Ja. Also wenn man da die Lade aufmacht, da glitzert es heraus und man möchte am liebsten hineingreifen. Wir haben erstens einmal ein vollbestücktes, schönes Sortiment an Wirth-Werkzeug und wir haben Inlets. Die Inlets sind einfach die Behälter der Werkzeuge und die sind so ausgefräst, dass das Werkzeug ideal Platz drinnen findet. Zusätzlich gibt es eine Carbonoptik, ja, das ist dieses Muster hier, das ist benzinbeständig, ölbeständig, schmutzbeständig und es erlaubt, dass man hier eine Beschriftung macht. Ladenanzahl kann man sich übrigens individuell aussuchen, also 6 Laden, 7 Laden, 8 Laden, ja, wobei der Kunde wählen kann, wie viele große Laden und wie viele kleine Laden. Ja. Man möchte. Also nicht nur praktisch, sondern sieht da richtig geil aus, muss ich sagen. Und Gerald, du wirst überrascht sein, aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier ein Köfferchen mitgebracht. Warum hast du das gemacht? Weil sie mir gesagt haben, ich soll es mitnehmen. Gut, dann steigen wir mal wieder um und zwar in den mobilen Einsatz. Wir sind jetzt mobil in der Werkstatt. Der Koffer lässt uns aber jetzt komplett mobil werden. Ja, wir gehen in einen Transporter und wir wollen dieses Werkzeug mit diesem Koffer mitnehmen. Und das wäre natürlich schön, wenn jetzt dieses Inlet aus dem Werkstattwagen genau in den Koffer passen würde. Das wäre sogar richtig cool, aber ich mutmaße jetzt einfach einmal 100%. 99,9, weil sonst kriegen wir es nicht mehr raus. Okay, das ist ein großes Teil. Wird ja aber auch kleinere Inlets ebenfalls geben, nehme ich an. Selbstverständlich. Wir haben bei Wirth ein Rastermaß oder Systemmaß eingeführt. Und dieses Systemmaß ist einmal groß, ja, mittel, klein. Zwei von den kleinen ergeben ein mittleres und zwei von den mittleren ergeben ein großes. Und somit kann ich immer frei kombinieren und meine entweder mobile Koffer oder meine Laden so bestücken, wie ich es gerne hätte. Geil. Könnt ihr euch eigentlich noch an eure Schulzeit erinnern? Ihr habt es bisher erfolgreich verdrängt, bis Gerald Bertl aufgetaucht ist und mir anhand eines 6-Kant-Schraubenkopfes erklärt hat, wie ein Powerdrive funktioniert. Und da hat es dann ein bisschen gedauert, aber schlussendlich glaube ich zumindest, dass ich es kapiert habe. Ring-Maul-Schlüssel-Powerdrive, eine ganz besondere Wortkreation. Was kann ich mir darunter vorstellen? Der Powerdrive, das Konzept ist einzigartig, ja, gibt es bei Wirth. Und es soll dazu dienen, einen 6-Kant-Schraubenkopf bestmöglich zu schützen und bestmöglich zu bearbeiten. Das klingt jetzt gut in der Theorie, aber kannst du das ein bisschen genauer erklären für einen Laien wie mich? Na, fangen wir von vorne an. Ja, genau, das ist immer gut. Wir haben da einen 6-Kant-Schraubenkopf, ja. Hat 6 Ecken, ja, darum die Namensgebung. Und den wollen wir jetzt entweder irgendwo hineinschrauben oder irgendwo herausdrehen. So weit kann ich dir noch folgen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt unser Zebra-Werkzeug, das wir am liebsten verwenden, und haben jetzt eine Gabel und einen Ring. Ja. Der Gabel, klarerweise, ja, wird die Bearbeitung so ausschauen. Und mit dem Ring geht der Ring über den Kopf und dann wird gedreht. So, und jetzt haben wir das Thema, dass bei einem Standard-Ring-Mollschlüssel, ja, haben wir da kein Powerdrive-Konzept, sondern es ist, die Kraft wirkt nur auf den Ecken. Das ist das Problem, oder könnte das Problem entstehen, dass die Ecken abgerundet oder abgenudelt werden, wie man es ja, so schön sagt. Das passiert mir öfter, weil ich einfach zu stark drehe. Tja, unsere Anwender kennen das Problem sicher. Und das Powerdrive-Konzept hat abgerundete Ecken und diese abgerundeten Ecken sorgen dafür, dass der Schlüssel auf der Fläche angreift und nicht auf der Ecke. Genial! Weißt du, wie viele angenudelte Teile ich zu Hause habe? Na wirklich jetzt, also das, sehr schön. Hast du das ganz verstanden?
Also ich denke schon. Einen kleinen Hinweis gebe ich dann noch in der... Nur zur Sicherheit. Ne? Ich habe das Gefühl, dass nur eine Kleinigkeit fehlt. Das wie in der Schule gelernt. Immer ich habe es verstanden. Und dann aber der Gesichtsausdruck verrät zu viel. Ja. Das wäre der Standardfall. Ja, man sieht, die Kraftübertragung geht in Richtung der Ecke, kann abnudeln. Die Ausnehmung an der Ecke verlagert die Kraft auf die Fläche, ja, und somit entsteht eine viel bessere, sicherere Kraftübertragung. Aber so habe ich es tatsächlich auch vermutet gehabt, nach deinen Ausführungen. Ja, dann habe ich mein Ziel erreicht. Hast du gut gemacht. Und genau in dem Moment, wo ich gedacht habe, hey, jetzt sind Gerald Bertler und ich die besten Expertenfreunde, da hat er mich zum Zusammenkehren in die Werkstatt geschickt. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus der Wirtwerkstatt. Heute komme ich mir ein bisschen vor wie der Zauberlehrling. Jetzt fehlt mir eigentlich nur mehr mein Merlin. Gerald Bertl, unser Produkttrainer. Jetzt sag mal bitte nicht, es gibt auch eigene Würtbesen. Du hast gerufen, ja, deine ersten Kehrversuche, sehr bemerkenswert. Das heißt, es war irgendwas nicht so gut, oder? Also wo fangen wir an? Ja, bei Besen ist es einmal ganz einfach. Man muss nur seine Anwendung kennen und den richtigen Besen danach auswählen. Ganz wichtig, Innen- oder Außenbereich. Also das hast du einmal ganz gut gemacht. Wir sind da jetzt auf einem Betonboden mit Gewerbemüll, mit Spänen und Holz. Also da ist die Besenauswahl einmal ganz richtig. Und dann geht es um groben oder feinen Schmutz. Wie groß sind die Teile, die ich kehren möchte? Welchen Besatz wähle ich? Ja, der Besatz ist die Behaarung. Ja, kann ich leider nicht so stark davon sprechen, von der Behaarung, aber bei Besen ist die sehr lang und sehr üppig. Und da geht es darum, ist das ein Tierhaar oder ist das eine Kunstfaser oder Kokos zum Beispiel, ja, Naturprodukte. Da kann man also in unserem Sortiment wählen. Ich lerne nie aus, das merke ich schon. Jetzt hast du mich ja vorher rausgeschickt, ich soll da ein bisschen sauber machen. An deinem Blick habe ich erkannt, die Technik hat da auch nicht ganz passt, gell? Nein, das mit dem Ziehen und Schieben müssen wir sich nochmal anschauen. Im Innenbereich, zum Beispiel beim Saalbesen, ist es eine ziehende Bewegung. Hier im Außenbereich wäre eine schiebende Bewegung sehr gut angebracht. Du wirst das den Zuschauern nochmal demonstrieren, wie man das richtig macht. Der Wille zählt für das Werk, aber mache ich gern. Besser? Ideal. In jeder Werkstatt kann es einmal ein bisschen lauter werden, aber ganz, ganz eigenartig ist es dann, wenn du ständig das Gefühl hast, dass ein LKW im Rückwärtsgang durch die Gänge saust, weil es piepst und piepst und piepst. Ja, und dann kommt man drauf, dass jemand ein neues Lieblingsspielzeug hat. Und das zeigen wir euch jetzt. Was ist das für ein... Ja klar, Gerald Bertl. Was ist da los? Ich suche gerade meine Mitte. Das ist schon längst notwendig, aber warum musst du dabei solche Geräusche machen? Ich habe da ein neues Spielzeug aus der Würth-Zebra-Werkzeugfamilie entdeckt und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Dieses Produkt ist der Wahnsinn. Ja. Okay. Es schaut aus wie eine ganz normale Wasserwaage, es ist aber wesentlich mehr. Also wir haben hier eine elektronische Wasserwaage. In der Waage gibt einen Piepston von sich. Ja. Das hat jetzt zum Beispiel den Vorteil, wenn ich einen Küchenkastel montiere, und ich habe hier oben hab ich meine Waage oder nicht. Ja, und dann gehe ich quasi als Einzelanwender nach unten und mache eine Höhenverstellung. Ja. Dann brauche ich nicht einen zweiten oder immer nachschauen, sondern ich höre es einfach am Signal. Okay, das heißt, der piepst, piepst, piepst und dann... Genau, beim Dauerton haben wir dann die Waage eingestellt. Okay, dann nehme ich alles zurück, das ist cool. Das ist aber noch lange nicht alles. Also ja. Okay, also, na dann... Wir haben dann nur einen Referenzwert, den man speichern kann. Das heißt, ein Stiegenbauer würde sein Geländer, sagen wir jetzt einmal, einstellen, die Wasserwaage drauflegen, den Wert speichern, ja, rechte Seite, linke und dann Seite. Rechte Seite, ja, linke Seite, ja, ja. Wird die Wasserwaage auflegen und kann genau in die richtige Einstellung, kann die quasi kopieren, die Einstellung. Und das fetzt. Das hat was, ja. Ist an Genauigkeit kaum zu übertreffen. Computerspiel oder so ist nicht da. Ich glaube, Tetris ist oben, aber ich habe es noch nicht gefunden. Wie schaut es aus, wenn es jetzt elektronisch ist, deshalb vielleicht ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen, nicht ganz so robust wie jetzt ein Klassiker? Wir haben da Stoßkappen, ja, die was die Wasserwaage vor den gröberen Erschütterungen bewahren. Ja. Was noch absolut lässig ist, sind sogenannte Spiegelmagneten. Ich habe bei der Wasserwaage mit ganz geringem Kraftaufwand, kann ich die auf einer ebenen Fläche unverrückbar machen. Ja. Das ist fürs Maßübertragen super. Ist nur auf dieser einen Seite zu finden. Auf der anderen Seite würde sie mir verloren gehen. Ja. Ja, und jetzt zeigen wir noch die Stoßdämpfer. Schauen wir mal, ob wir es zusammenbringen. Alles gut.
Yes, läuft. Hut ab. Wie ihr sehen könnt, hat mich der Slogan Spür die Qualität in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt und ich glaube, es gibt tatsächlich kein besseres Beispiel dafür als das Zebra-Werkzeug, denn da fühle ich mich auch wie ein Löwe im Werkzeugdschungel. Ich sag dir eins, Gerald, ich spüre die Qualität. Das ist nicht verwunderlich, ja, dass du die Qualität spürst, weil du hast das richtige Werkzeug in der Hand. Wenn ich es recht verstanden habe, erzähl dir jetzt was über Zebra-Qualität. Unbedingt. Stell dir vor, du würdest handwerklich was arbeiten. Und du hättest Werkzeug, das extrem gut in der Hand liegt, das beispielsweise eine Zange aus einem speziellen Stahl gefertigt wird, aus einem sehr hochwertigen Stahl. Und du würdest dich total darauf verlassen können. Das wäre genau das, was ich brauche, wenn ich den auch hin und wieder arbeiten würde. Das ist für unseren Anwender der Riesenvorteil. Was gibt es da für Produkte? Ich meine, im Kleinsten fangen wir an, ne? Ja, das ist ein kleiner, aber oho. Ja. Also, wenn man jetzt einen Schraubendreher hernimmt, ist ein sehr gebräuchliches Produkt. Ja. Und es ist halt wichtig, dass das Ding nicht bricht. Ja. Auch wenn einmal vielleicht ein bisschen ein Drehmoment draufkommt, dann ist es wichtig, dass der Griff ideal in der Hand liegt. Ja. Das stellen wir sicher durch einen 2K-Griff. Bei der neuen Generation schon durch einen 3K-Griff. Ja. 2K heißt, dass die Haptik von dem Werkzeug sehr gut ist. Das ist eine gummierte Oberfläche und beim 3K-System hast du dann sogar dreidimensionale Oberfläche. Das heißt, du kannst in den Schraubendreher sogar ein bisschen hineingreifen und hast eine ideale Kraftübertragung von Hand zu Werkzeug. Klingt fast ein bisschen gefährlich, aber im positivsten Sinne, das gefällt mir zum Beispiel auch richtig gut. Das ist eine Ratsche, handelsübliche Ratsche mit Drehtellerverstellung. Da haben wir verschiedenste Ausführungen in Zebra-Qualität mit Hebelumschaltung, mit eben wie hier Drehtellerumschaltung. Dann gibt es eine staubdichte Variante, ja, die ist wartungsarm. Wir sind auch hier schon in der Zebra-Qualität und da garantieren wir unseren Anwender wirklich allerhöchsten Standard und allerhöchsten Komfort. Das ist jetzt ein Werkzeugteil, das mir nicht fremd ist. Also mit der Schere habe ich auch schon geschnitten, habe auch schon die eine oder andere kaputt gemacht. Wie schaut das bei Zebra-Werkzeug aus? Also wenn sich der Kunde für Zebra-Würtwerkzeug entscheidet, dann geben wir 10 Jahre vollste Zufriedenheitsgarantie bei fachgerechter Handhabung. Brauche ich. Jetzt, wo der Herbst vor der Türe steht, ist natürlich Mode ein ganz, ganz großes Thema und da vor allem die Accessoires. Und da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht sollte ich mich auch mal wieder einer Typenberatung unterziehen und bin deshalb in den Beauty-Salon meines Vertrauens. Und mit diesen schönen Bildern möchte ich mich auch von euch verabschieden. Tschüss, ciao und hoffentlich bis bald. Heute ist Typenberatung in der Würth-Werkstatt angesagt, natürlich so wie immer mit unserem Produkttrainer Gerald Bertl. Servus, was glaubst du, bin ich eher der Koffer, eher der Rucksack oder eher der Gürteltyp? Sehr gute Frage. Im Normalfall kenne ich einen Koffer, wenn ich sehe. Ich würde aber sagen, du bist der Tasche. Das finde ich sehr nett von dir. Ich bin der Rucksacktyp tatsächlich und um das zu beweisen, habe ich extra meinen schönen Rucksack mitgebracht. Ich habe sogar Werkzeug drinnen. Kannst gerne mal aufmachen und schauen. Mein wichtigstes und liebstes Teil. Ah ja, ne? Schöne Ordnung, gell? Also ja, ist perfekt. Ein Hammer hätte mit dabei. Sogar die richtige Farbe, super. Alles richtig gemacht diesmal, ein bisschen Lob hätte ich gerne. Schauen wir mal, wie sie sich weiterentwickelt. Aber bis jetzt ganz so schlecht. Der Hammer wird natürlich jetzt typischerweise im Hammerhalter perfekt Platz finden, in unserem Werkzeuggürtel. Den müssen wir da anziehen. Ja, dann war, ja, das nenne ich Typenberatung. Da ist einmal alles dabei. Ja, macht einen schlanken Fuß, finde ich. Komme ich mir gleich irgendwie wichtig vor. Gefällt mir. Ja, also wir haben da jetzt natürlich keine praxisnahe Situation. Ja, in der Praxis wird sich der Anwender seine Module dorthin richten, wo er möchte. Ja, und wo es für ihn, für die Arbeit am bequemsten sind. Vorne ein Maßbandhalter, damit man wirklich schnell griffbereit bei den wichtigsten Werkzeugen ist. Ein Mikrofonhalter. Ja, wir können natürlich jedes Werkzeug noch zusätzlich bestücken, Kleinteile. Üblicherweise wird sowas für eine Nageltasche oder für Schrauben verwendet, dass der Anwender direkt den Nachschub hat. Kleinteile und Werkzeuge können dann je nach Bedarf verstaut werden. Unser Anwender mit System, ja, geht zum Arseregal, holt sich seine Nägel und bestückt damit die Nageltasche. Yeah! Dieser schöne Koffer, der ist ja auch für den mobilen Einsatz geeignet. Wer ist mit dem unterwegs? Das schaut so ein bisschen so nach James Bond aus für mich. Also das ist auch, der James Bond würde natürlich seine Freude haben, aber der ist für
Für jeden Tag, ja, für jedes Gewerk, ob den der Lastwagenchauffeur mit hat in der Kabine für Reparaturarbeiten, die er selber machen kann, ob den der Handwerker im Zimmereibereich mit hat, Tischler, ganz egal. Ja, jeder, der unterwegs ist und sein Standardwerkzeug in der sehr hohen Zebra-Qualität verwenden möchte, ist für so einen Koffer sehr anfällig. Okay, das Teil finde ich einmal ziemlich cool. Bleiben wir aber bei meinem Rucksack. Wer ist mit dem Rucksack unterwegs, so wie ich? Ja, mobile Anwendung. Der Rucksack lässt natürlich keine Wünsche offen. Ja, wir haben da einen Standardrucksack, wie wir bei dir gesehen haben, hat halt wenige Taschen, ein großes Fach, wo man halt alles rein hat. Ein großes Fach, wo man alles rein hat. Beim Würtwerkzeug sind wir natürlich in der Qualitätsschiene sehr hoch und wollen nicht, dass sich das Werkzeug gegenseitig beschädigt. Ja, wenn ich das Back nehme und in den Rucksack verlade, ist ein bisschen fehlanfällig. Bei einem Hammer als einziges Werkzeug geht es noch, aber so dann wird es wahrscheinlich... Ja. Wir wollen Sicherheit. Ja. Wir sind auf Sicherheit und auf Langlebigkeit sind wir gepolt. Ja. Darum könnte man da so einen Rucksack nehmen, der schaut unspektakulär aus. Ja. Hat, wie man sieht, ja, gleich einmal einen Haufen Taschen für Kleinmaterial. Wenn man das dann aufmacht, haben wir da den Befestigungsschlaufen. Da könnte man zum Beispiel die Wasserwaage mitnehmen. Da zum Beispiel befestigen. Und der bietet Platz für alle möglichen Schraubendreher, Gabelringschlüssel, Zangen, bietet Platz für Kleinteilaufbewahrung. Also das ist der ideale Begleiter. Ich sag, ich bin des Öfteren einmal ein Koffer, aber in dem Fall bleibe ich beim Rucksack. Ich nehme den gleich mit, wenn ich darf. Du bist der Rucksacktyp, das habe ich schon gesehen. Danke, Wiederschauen. Wer Lust auf mehr bekommen hat, der klickt sich durch die Würth-Videos auf unserem YouTube-Channel.